Jo Leute, da bin ich wieder, ein aktuelles Video. Ich habe mir mal wieder mal Gedanken gemacht. Ach nee, ne? Ja, sowas soll vorkommen, ne? Ja, wie seht ihr das mit dem 3D, High Definition und diesen ganzen Unsinn, den ich jetzt so in letzter Zeit via TV mitbekommen habe? Da habe ich in der Werbung gesehen, da gibt es eine Suppe mit 3D-Geschmack. 3D-Geschmack. Hallo? Bitte, was soll ich mir darunter vorstellen? 3D-Geschmack. Als wenn das Leben nicht 3D wäre. Oder noch was von der Firma Arschkopf, was ich zufällig gesehen habe. HD. Für die Haare. Ich meine, what the fuck? Haarfarbe in High Definition. Was für ein bescheuerter Unsinn ist das eigentlich? Oder 3D-Geschmack? Ah! Damn, Motherfucker! Also, jetzt mal im Ernst, ich meine, die verkaufen uns wirklich für dumm. Die kloppen irgendwo HD drauf oder 3D, damit die Leute das dann kaufen, weil 3D ja alles viel besser macht. Ich meine, damals als Jugendlicher habe ich mir immer gedacht, Scheiße, warum gibt es keine 3D-Filme im Kino mehr? Ihr wisst schon, damals mit diesen 3D-Brillen und dem ganzen Shit, die damals noch aus Papier waren, mit Rot und Grün. Jo, und jetzt wird jeder Film in 3D rausposaunt und rausgeknallt. Alles in 3D, weißt du, weil 3D macht alles besser, Alter. Ich meine, langsam könnte man auch mal damit aufhören, jeden Scheiß-Dreckfilm in 3D zu produzieren. Das ging sogar schon so weit, dass ich mir Filme bewusst in 2D angesehen habe, falls man das überhaupt so nennen kann, weil mir diese blöden Brillen tierisch auf den Sack gehen. Erstens mal bekomme ich zumindest nach einer halben Stunde Kopfschmerzen und mitunter die Augen weh. Also, nee, ne? Das macht irgendwie keinen Sinn, wenn man da irgendwie, vielleicht ist es auch schädlich für die Augen, man weiß es ja nicht. Aber ja, wie seht ihr das? Ich weiß, es gibt genug Leute, die, ja, du musst das in 3D angucken und 3D ist besser und Nintendo DS 3 Deluxe S.4212, was weiß ich, wie die neuen Gameboy-Konsolen, aber alles in 3D und 3D macht alles besser. Ja, ganz unbedingt. Aber ja, das heutige Video ist jetzt ein bisschen durcheinander, ein bisschen einige Themen, die mich gerade so beschäftigen. Wie seht ihr das mit dem Thema Rauchergesetze? Danke EU, dass die Zigarette ausgeht. Trotzdem ist vor kurzem im Linzer AKH jemand mit einer brennenden Zigarette abgefackelt worden. Beziehungsweise hat er sich selbst abgefackelt. Und jetzt meine Frage. Ich hab Praktikum gemacht im AKH Linz. What the fuck? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Patient in seinem Zimmer rauchen durfte. Jetzt die andere Frage. Warum hat der Penner in seinem Krankenzimmer eine rauchen dürfen? Oder das mit den Antirauchergesetzen? Ich meine, da würde ich mir lieber Sorgen um die Feinstaubbelastung machen, weil wenn ich jetzt draußen in Linz irgendwo auf der Autobahn unterwegs wäre, unterwegs bin, alles diesig. Da kann mir keiner erzählen, dass das Hochnebel ist. Das ist meines Erachtens schon definitiv Smog. Und das ist total beschissen. Oder wenn man mal mit dem Auto unterwegs ist, der Verkehr wird immer mehr Autos. Oh, aber ist ja scheißegal. Da wird drauf geschissen, Hauptsache die Kohle stimmt und die Politiker mästen ihr Volk mit Unterhaltungsindustrie, Sex, Alkohol, was weiß ich nicht alles. Opium fürs Volk. Aber ja, es dreht sich doch alles nur um die verfickte Kohle. Sehr beeindruckend, als wenn das was Neues wäre. Oder ich meine, was die Regierung macht mit ihrer, ja, Steuerreform, im Endeffekt müssen wir noch mehr Steuern zahlen. Die Griechen tanzen uns auf der Nase rum, Rettungsschirm, was weiß ich nicht, was für ein Scheiß. Im Endeffekt fickt uns die Regierung voll in den Arsch, aber das ist doch super! Deswegen wählen wir diese sogenannten Volksvertreter. Okay.
Ich glaube, das ist ein bisschen genug für heute. Vielen Dank, dass ich auf die Nerven gehen durfte. Peace out.